und hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, der Radlader läuft im Hintergrund, weil immer mal welche schreiben, sollen wir einen Deutz kaufen. Wir haben doch einen Deutz. Deutz Motor luftgekühlt. F2L912, 2 Zylinder, 30 PS. Reicht doch. Ja, warum läuft der? Palettengabel dran, freigestellt. Was hat er vor? Ja, ich muss da Heu auffüllen und ich habe mir gedacht, das Wetter passt noch. Wenn es wieder nass wird, ist nicht so schön. Wir können ja mal einen von den Rundballen noch nehmen. Es sind ja noch 12 Stück da. Ja, ich habe hinten gerade ein wenig freigemäht hinter der Tür. Ich will von hinten rein versuchen. Und die ganzen Brennnesseln und den Ampfer und das, was da standen war, war gleich denen hingeschmissen. Weil da hinten, da kommen sie mir nicht nach. Da wächst dann lauter so Zeug. Pferde sind recht verhalten, was die Brennnesseln angeht. Und der Emma, der Esel, juckt es gar nicht. Na gut, wir versuchen mal den Ballen aufzugabeln. Weil Ballenspieß habe ich nicht und kaufe ich nicht. Und warum ich keine Rundballen und keine Quaderballen mache, werdet ihr auch gleich sehen.
Ja, also drauf gekriegt habe ich nicht. Das geht natürlich immer bescheiden. Aus dem Stadl raus ist halt nicht so toll. Der ist dafür nicht ausgelegt für so Rundballen. Ja, und da haben wir jetzt das Ding. Tja, ich habe ihn jetzt mal auf die Gabel aufgespießt. Hat jetzt gar nicht so funktioniert und ich möchte jetzt mal eins versuchen. Beim letzten Mal, ich weiß nicht, wer das Video damals im Frühling gesehen hat, oder Frühling, es war ja noch im Winter, da habe ich eine außen vor die Tür gekippt auf den Schotter, habe eine aufgeschnitten und habe dann das Zeug reingeschoben. Na, das war ein Scheiß. Vor allem den auseinander zu klamüstern. Ich möchte jetzt mal versuchen, eine aufzuschneiden und zu gucken, vielleicht lässt er sich auch abwickeln. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert. Auf der Palettengabel wird er sich nicht gescheit drehen, beziehungsweise ich schätze, wenn ich ihn aufschneide, reißt es durch. Aber naja, Versuch ist es wert. Auf jeden Fall mache ich es mir das mal einfacher. Ich gehe von hinten rein. Hier standen die Brennnesseln und der Ampfer. Und ich gehe jetzt von hinten rein, da in den Stall, durch die Tür da durch und dann bin ich gleich richtig und brauche nicht erst vorne durchklamüstern. Ja, schauen wir mal, was wir das Ding aufkriegen und dann mal gucken. Auweia, also das mit dem Abrollen hat immer wieder gar nicht geklappt. Typisch wie immer. Ich habe die Gabel ja extra wegen nach vorne gekippt, dass sie sich leichter rollt und nicht nach hinten schiebt. Hätte theoretisch auch funktioniert, gedreht hat er sich. Nur leider ist er halt zerfallen. Das ist einfach nicht schön aufgewickelt, sondern das ist so kurzfaserig teilweise. Das ist ja das Heu, was ich da damals ja, zugekauft habe. Sehr staubiges Zeug. Beschweren will ich mich nicht, aber naja. Es hält jedenfalls nicht zusammen, du kannst es nicht schön abwickeln. Zumindest nicht so, wie ich gedacht habe. Ausrollen wäre wahrscheinlich gegangen, aber ich glaube, beim nächsten Ballen stelle ich mir hier die Presse hin. Ohne Krame. Fahre von vorne mit dem Radlader mit dem Ballen hin und schiebe ihn dann in die Presse und hinten dann aus der Presse direkt in den Stall. Also, das kann Sinn, das ist einfach nur Kacke. Matzmäßige Arbeit und vor allem, ich habe jetzt den halben Ballen drin. Und der halbe liegt ja noch da. Ja, abgeschmiert. Ja, der halbe ist hin und es ist halt nicht mehr gebündelt, es ist halt lose. Und ja, schaut es halt so aus. Ne? Fenster sieht man nicht mehr, ist jetzt ziemlich voll. Ich kann ja leider nicht kerzengerade vorne rauf, sonst hätte ich natürlich noch mal fast dieselbe Menge. Funktioniert ja aber leider nicht. Tja, müssen wir jetzt damit leben. Es ist halt so, wie es ist, ne? Tja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Mulde holen. Gabel hänge ich ab, hole mir die Mulde. In die Mulde schmeiße ich noch ein paar Ballen Stroh rein, da brauche ich auch eins. Weil nur Heu allein ist auch doof. Ja, ich versuche dann nochmal hier vorne noch ein paar Ballen Stroh hinzuschlichten, dass es nicht runterkommt. Und vielleicht kriege ich da noch irgendwas reingeschaufelt. Ein Versuch ist es wert. Aber so ist jedenfalls Mist. Ja, das ist der Grund, warum ich keine Rundballen und keine Großbacken habe. Ich kriege sie bei mir nicht gehandelt. Ich habe zwar einen Lader
und ich kann es ja aufladen, aber ihr seht, im Stollen ist es schlecht zu transportieren. Der ist nicht dafür ausgelegt und ihr seht auch, der Stall ist nun mal nicht dafür ausgelegt. Das ist halt der alte Stall von früher. Kleine Türen, hinten kleine Tür. Ja, was erwartet man? Ich meine, der Stall, der ist irgendwann aus die 40er, 50er Jahre. Wenn nicht älter, weiß keiner so genau, wann der eigentlich gebaut worden ist. Uralt auf jeden Fall. Tja, und da kann man nicht erwarten, dass man dann hierher geht und du passt der Radlader rein. Ja, jetzt werden dann einige sagen, ja, dann bau halt um und stell dich nicht so doof an. Ja, wenn mir jemand hier das nötige Kleingeld gibt, dann kann ich das gerne machen. Dann reißen wir den Stall weg und dann bauen wir hier einen neuen modernen Stall hin. Logisch, also für die zwei Pferde und für den Esel garantiert nicht. Und selbst wenn ich jetzt irgendwann einmal hier gehen sollte, weil das wäre so noch mein Traum, aber Dexterrinde eventuell her, die sind nicht so groß. Ja, wieder ein paar Kühe mit auf den Hof drauf. Selbst dann baue ich den Stall nicht um, weil ich komme mit HD-Ballen zurecht. Ich fahre die hier rauf, ich schlichte die hier rein, ich kann sie bequem rausnehmen. Das ist alles für eine Person ausgelegt, das geht wunderbar. Ich habe da keinen großen Stress. Klar, jetzt wird eine sagen, wenn du einen passenden Stall hast, kannst du das auch mit Rundballen machen. Ist richtig. Aber erstens einmal, ich habe keinen Rundballenpress. Zweitens einmal, der Stall, wie gesagt, passt nicht. Umbauen möchte ich nicht, weil es mir zu kostspielig ist. Und ja, jetzt wird einer vielleicht sagen, ja, dann kauft er halt so eine spezielle Futterraufe, wo so ein Ball reinpasst und stellt sie auf die Koppel. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, wäre ja an sich nicht schlecht. Selbes Problem, ich habe keine Rundballenpresse und jedes Mal jemanden kommen lassen, der mir die Ballen presst und selber eine anschaffen, habe ich auch keine Lust. Von daher, ich bleibe bei meinen HD-Ballen, die kann ich alleine handeln. Die kann ich alleine laden, die kann ich alleine schlichten, die kann ich alleine abladen, die kann ich alleine bequem umschlichten. Da habe ich keinen Stress. Die Scheune passt dafür, der Stall passt dafür. Ich kann die Ballen, so ein Ballen da, der ist genau für die Schweine unten für den Stall. Passt genau, zwei Stück, habe ich zwei Boxen eingestreut. Im Winter bei den Hühnern, ein solcher Ballen hinten, perfekt eingestreut, reicht. Kann ich wunderbar einteilen. So einen Rundballen, wenn du den aufschneidest und willst dann bei den Schweinen was rein tun, ja, dann fängst du ja wieder mit dem losen Zeug an. Also von daher, nee, das bringt nichts, das macht keinen Sinn. Ich bleibe einfach dabei. Für mich sind HD-Ballen das Beste. Ich will nicht sagen, dass Großbacken oder Rundballen schlecht sind, auf keinen Fall. Wer den passenden Stall hat, mit Sicherheit top. Und wenn du dann noch einen Lader, einen Hoflader, Hoftrag, sonst irgendwas hast oder Teleskoplader, dann ist es noch einfacher natürlich damit zu arbeiten, nur ist keine Anstrengung mehr. Aber ja, du brauchst das nötige Equipment dazu, du brauchst das passende Material, du brauchst die passenden Unterstände und dann funktioniert es. Bei mir geht's nicht, für mich sind Rundballen und Großpacken einfach Kacke. Bleibe ich dabei, ist einfach so. Jemand anders wird sagen, wie kann man noch mit HD-Ballen arbeiten, aber ja, wie gesagt, da ist halt jeder Betrieb anders und bei uns ist es nun mal so. Und hier spricht ja auch nichts dagegen. Gut. Ich werde jetzt auf alle Fälle mal ein wenig Stroh drauf tun, schlicht mir da eine kleine Mauer auf und versuche dann mal noch ein bisschen was reinzubringen und den Rest, den wo ich nicht reinbringe, wenn ich die Mulde dann dran habe, dann haue ich das Zeug da auf die Mulde drauf und ja, dann müssen wir halt mal gucken, dann stellen wir die Mulde derweil so in die Halle unten rein und müssen halt bei Bedarf dann was holen. Irgendwie so. We'll be right back.
Ja, also das Heu habe ich vorhin noch verräumt, den Radlader verräumt. Der steht jetzt mit der Mulde in der Halle drin. Hinten noch ein wenig zusammengekratzt und ja, die Viecher haben sich gefreut. Was jetzt zu viel war, habe ich das mal als Einstreuner. Ist zwar schade ums Heu, also das ist... ärgere ich mich ein wenig, aber naja, ist halt so. Ja, jetzt sitze ich gerade auf dem KL300. Ich habe die Pferde ja ausgemistet gehabt. Den Mist habe ich vorhin verfahren und jetzt habe ich noch die Schweine und Hühner ausgemistet. Dass wir mal wieder mit allem durch sind. Ja, und die Ladung, die steht da. Und das fahren wir jetzt noch schnell weg. Jetzt ist es abends um 8. Man merkt halt, es wird jetzt Herbst. Es ist saumäßig dunkel schon. Naja, ist halt so. Viel Spaß bei der kleinen Rundfahrt.
Ja, mittlerweile ist es Mittwoch und ja, der eine oder andere hat sich ja mit Sicherheit gefragt, warum am Dienstag ein Video kam. Ich habe Dienstagabend noch einen ja, knapp viertelstündigen Stream gemacht, Livestream. Und da habe ich gesagt, warum da nichts kam. Also wen das interessiert, einfach mal reingucken. Ich habe den hochgeladen. Könnt ihr nachgucken. Ja, unter anderem habe ich in dem Stream auch erzählt, dass der Riley jetzt einen neuen Kumpel hat. Und ja, den zeige ich natürlich jetzt im Video auch. Der Riley sitzt da drüben. Riley! Genau. Und da ist sein neuer Kumpel. Der Willi. Der Willi. Der Willi ist ein Mischling. Kommt auch aus der Kroatien-Tierrettung. So wie der Riley schon. Der war ja auch aus der Tierrettung. Ja, und der Willi auch. Ja. Steckt wahrscheinlich Schäferhund mit drin, eventuell noch irgendwie Berne oder irgend sowas. Wissen wir nicht genau. Die zwei verstehen sich auf alle Fälle ganz gut. Wir haben ihn am Dienstag, also gestern, gekriegt. Und ja, er ist jetzt 6 Monate alt. Der hat die Nacht wunderbar durchgeschlafen, war absolut brav. Wir sind früh dann um 5:20 Uhr raus, mit einer, dass er bieseln konnte. Hat sogar noch einen Moment gedauert, musste erst ein bisschen laufen und dann hat er gemacht. Ja, hat wunderbar durchgeschlafen. Er hat gestern probiert, er wollte mal ins Bett rein. Hund im Bett bin ich aber nicht begeistert, sage ich ganz ehrlich, zumal er ein bisschen stämmiger ist und ein bisschen größer. Aber Hund allgemein im Bett will ich nicht, die haben einen Korb und da sollen sie rein. Ja, hat er auf jeden Fall probiert und die Fleck, die eine türkische Farnkatze, die war auf dem Bett drauf geguckt, die hat erst einmal eine geklebt, so wie: Das ist mein Bett, schau bloß, dass du hier verschwindest. Dann hat er gleich gewusst, okay, keine gute Idee, schlechte Idee, gehen wir lieber nicht auf. Ja, hat es wieder bleiben lassen. Ja, versteht sich mit dem Riley eigentlich ganz gut. Ein bisschen verfressen ist er, sieht man ja mit Sicherheit auch an, ist etwas kugelig. Ja, müssen wir jetzt dann stückweise abgewöhnen, dass zuerst der Riley das Fressen kriegt und dann er. Wenn zum Beispiel mal vor der Brotzeit was übrig ist, irgendwie so Hackfleischsoße oder irgendwas, gibt es dann immer mal. Dann kriegt zuerst der Riley und dann er. Und das soll er lernen. Ich meine, das ist, denke ich einmal, die beste Methode. Der Riley war es jetzt gewöhnt, dass er immer die Reste kriegt, die ich dann wieder mitbringe von der Brotzeit. Halt wirklich so Restle, was noch ist, das ist nicht viel. Da darf er immer erst ein wenig schlabbern und das habe ich gesagt, ja, er darf zuerst, der Riley. Und dann darf er, weil wie gesagt, er ist recht kugelig. Und ja, da müssen wir erst einmal gucken. Nicht, dass der mir hier zu kugelig wird. Man weiß ja nie. Gut. Machen wir mal die Viecher gar fertig. Schau, da kommt er schon. Menschenbezogen ist er auf alle Fälle. Nun, du bist ein Feiner. Ja, bist du ein Feiner, bist du. Okay. Pferde kennst du vom Sehen, Zaun kennst du noch nicht. Ja, müssen wir noch mal aufpassen. Elektrozaun hat ordentlich Dampf drauf. Wenn er da nachkommt, das könnte unter Umständen schmerzhaft sein. Da passen wir lieber noch ein wenig auf. Ja, mittlerweile haben wir Donnerstag und der Riley und der Willi, die spielen zusammen. Der Riley hat seinen Kauknochen da, das war ein Gummiknochen. Mit dem schießt er durch die Gegend. Also die zwei verstehen an sich. Es war zwar manchmal ein bisschen rabiat dann, aber. Man merkt, der Reini blüht wieder auf. Drei Tage ist er da. Oh, Riley, bist du unterlegen? Und bevor es heißt, ich zeige jetzt bloß Hunde im Farmvlog. Da haben wir die Schweinchen im Hintergrund. Und die Hühner. Also die zwei, die verstehen sich. Das klappt wunderbar.
Der hat jetzt die zweite Nacht hier bei mir wunderbar durchgeschlafen, ohne weiteres. Hat super funktioniert. Ja, brav ist er, wartet früh, bis ich dann rausgehe. Ich habe mich heute früh da angezogen, bin mitten raus und das hat wunderbar funktioniert. Ist dann draußen, hat er gemacht. Haben wir gleich die Viecher rausgelassen. Ja, mein Rhythmus hat sich halt jetzt ein wenig geändert. Ich gehe jetzt dann nicht um 5.30 Uhr raus, sondern schon um 5.20 Uhr. Weil dann merkt man, dann wird er immer so ein bisschen unruhig. Ja, mal gucken. Gleicht sich mit der Zeit bestimmt auch wieder an. Aber im Moment, hier die 10 Minuten, die reißen es auch nicht raus. Oh, kein Wasser drin. Ist der Stöpsel undicht? Reili! Ja, Antibiotika kriegt der Willi im Moment noch. Vorne an seiner linken Pfote sieht man, da hat er, ja, da ist er operiert worden. Da ist noch ein wenig so eine Narbe zu sehen, da ist noch kein Fell drüber. Ja, der kommt ja wie gesagt aus der Kroatienhilfe, der war angebunden mit der Pfote. Und er hat versucht sich zu befreien und es hat so lang, bis dann auf den Knochen durchgescheuert war, die Schnur oder das Seil oder was das war. Ja, und wie die ihn gerettet haben, mussten sie dann erst einmal operieren. Da haben jetzt auch Bilder gekriegt, also es hat schlimm ausgeschaut. Jetzt kriegt er noch ein paar Antibiotika-Tabletten, voll raffiniert gemacht. Ein bisschen Leberwurst genommen und in die Leberwurst versteckt. So, und nun stehen wir am Donnerstagabend in der Abendsonne. Und ja, wir stehen unten beim Feld. Ja, hier gibt es noch eine kleine Neuerung. Oder einen neuen Plan schon wieder. Wir wollten ja eigentlich probieren. Wollte ich eigentlich letzte Woche Samstag. Das hat sich dann aber ein bisschen zerschlagen. Wie gesagt, das hing ja auch mit dem Flock zusammen. Hing alles ein wenig zusammen. Ist liegen geblieben. Ja, wir sind mit dem Plan jetzt anders durchgekommen. Wir hängen jetzt demnächst den Krone an. Den großen Krone Mustangflug, den Dreischare mit 1,20 Meter. Stellen den auf 15 cm Arbeitstiefe ein und ackern das Feld quasi dann auf 15 cm nochmal von unten nach oben voraussichtlich, weil jetzt zuletzt habe ich es ja von oben nach unten gearbeitet, damit es die Erde raufschiebt und jetzt drehe ich sie dann quasi nochmal runter, ein bisschen tiefer. Müssen wir mal gucken, weil unten hat sich ein ganz schönes Loch gebildet, das will ich nach Möglichkeit wieder weg haben. Da bleibt man bloß mit dem Mähdrescher drin. Ja, auf jeden Fall machen wir das dann mit dem Pflug alles nochmal. Dann sind die Disteln nochmal abgeschält, mehr oder minder. Und dann fahren wir mit dem Kultivator drüber. Reili! Komm! Wo seid ihr denn? Stiften geh. Die Grenzen ausprobieren. Wenn der Reili dann runterläuft, dann darf man auch dann runterlaufen. Na, solange er mitkommt, dann ist mir das egal. Willi und Reili, das Zweier gespannt. Ja, auf alle Fälle, es wird jetzt alles dann auf 15 cm nochmal geackert und anschließend dann mit dem Kultivator glatt gezogen. Und dann wird Winterraps gesät, so der Plan jetzt. Ja, wir wollen dann Winterraps neu drücken und eventuell noch so ein wenig, ja, weiß nicht, irgendwo so noch geplant, eventuell so Ackergras oder sowas. Das bleibt bis zum Frühjahr dann stehen. Hoffentlich läuft es auf. Und ja, dann, wenn das aufgelaufen ist, im Frühjahr dann noch einmal ackern. Und wieder kultivieren und dann theoretisch Braugerste rein. So ist jetzt der voraussichtliche Plan. Ja, wie gesagt, das mit den Grubbern haben wir jetzt bleiben lassen. Ziehen wir uns wahrscheinlich auch das Stroh dann bloß raus und Kultivator direkt auch. Und naja, dann machen wir es gleich mit dem Pflug. Und ja, Pflug ist immer das Sauberste, dann ist sauber durchgeschnitten. Besser geht's eigentlich nicht. Dann machen wir das so. Und dann sollte hoffentlich hier unten doch mal Ruhe sein mit den Disteln. Also weniger geworden sind sie. Ich meine, es laufen immer noch ein paar auf. Aber ich denke, es sind schon ein bisschen weniger geworden.
Aber es wird sich zeigen. Sieht man. Kann nur besser werden. Schlimmer, glaube ich, geht's im Moment nimmer. Obwohl, wenn ich mal meinem Nachbarnzeigfilter anschaue, also da unten, falls mir überhaupt was erkennt. Ich bin vorhin nochmal mit die zwei wenig spazieren gelaufen. Noch ein bisschen Getreide zu den Disteln oder so ähnlich, ne? Naja, war dann Grund, warum es abgemäht hat und alles in seinem Wald abgeladen. Das war nur Disteln, das waren Saubohner und die sind nichts geworden. Naja, ist halt so. Jetzt wisst ihr auf alle Fälle hier den Plan. Mist kommt dann hier jetzt erst nochmal keiner drauf. Machen wir nicht. Das kommt dann vermutlich erst im Frühjahr. Und auf die Wiesen, da bin ich jetzt gefragt worden über die WhatsApp-Gruppe. Übrigens, wer die WhatsApp-Gruppe, wen das interessiert, schreibt mich über Instagram oder Facebook an, dann kann ich euch hinzufügen. Machen wir es so. Braucht ihr bloß mich anschreiben, ihr braucht keine Telefonnummer oder so schicken. Schreibt mich über Instagram oder WhatsApp, Facebook direkt an, in einer Nachricht, könnt ihr ja. Findet ihr auf meiner Kanalseite und dann schicke ich euch quasi den Link in die Gruppe zu. Ja, auf jeden Fall bin ich da gefragt worden, wie es eigentlich ausschaut, wann ich den Mist auf die Wiesen streue. Ja, einige wird es mittlerweile interessieren. Der Miststreuer ist soweit zusammengerichtet, das sollte theoretisch laufen. Ich habe angefangen, dem Grundstück ja mein Gras zu mähen. Alles noch mit der Sense, immer so stückchenweise. Ich habe jetzt am Wochenende den Zaun noch versetzt gehabt vor die Pferde, weil die andere Fläche, die war so abgefressen, dass sie sich noch mal regenerieren kann vor dem Winter. Dann habe ich versetzt. Und ja. Müssen wir halt nochmal gucken, dass da die Wiesen jetzt gar alle abgemäht waren. Und theoretisch, wenn das gemacht ist, dann kann Mist gestreut werden. Ich denke mal, es wird so Anfang Oktober werden, dann fahre ich auf alle Flächen, also auf alle Wiesen Mist. Müssen wir mal schauen, mir wäre es am liebsten, wenn ich es jetzt gleich machen könnte, weil ich hätte da richtig Lust drauf und ich möchte den Miststreuer ausprobieren, aber herausfahren und dann macht er keinen Sinn. Jetzt habe ich da die Wiese halbe da abgemäht, mehr habe ich noch nicht geschafft. Macht es keinen Sinn, jetzt da auf das halbe Mist zu fahren, den Miststreuer sauber zu machen, aufzuräumen und dann in ein paar Wochen wieder rauszufahren. Das ist ein Blödsinn, wenn dann alle Flächen gleichzeitig. Ich weiß auch noch nicht, ob ich alles zu Grünfutter mähe oder ob wir eventuell einen Teil dann einmulchen. Weil teilweise da unten ist das Gras ziemlich knapp. Eventuell mal mit dem Mulcher drüber, dann ist es vor dem Winter noch mal kurz gehalten. Und ja, dann den Mist drauf, dann haben wir einen schönen Dünger. Müssen wir mal sehen, müssen wir mal probieren. Ja, ich habe jetzt schon wieder viel zu viel gelabert. Ist wieder einiges passiert, habt ihr jetzt gesehen. Ist jetzt ein wenig eine längere Flock geworden. Weil, wie gesagt, Material war, was eigentlich in der Dienstagsvlog sollte. Das hat sich aber dann zerschlagen. Ich hoffe auf alle Fälle, das Video hat jetzt gefallen. Und ja, ich wünsche euch jetzt dann allen ein schönes Wochenende. Mal gucken, vielleicht mache ich einen Livestream am Samstag. Ich weiß es noch nicht, weil ich habe mir ein neues Lenkrad gegönnt für den PC und fürs LS19. Es kann unter Umständen sein, dass ich ein wenig LS19 spiele. Ob ich da einen Stream mache, wie gesagt, ich habe das noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil den Chat lesen und das Spiel spielen und Livestream machen, das ist schon ziemlich umständlich. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die beste Idee wäre. Zumal ich das Lenkrad noch ein bisschen einstellen muss, wegen Feintuning. Und ja, ich habe eine Gangschaltung dafür und den Joystick habe ich jetzt das erste Mal endlich mit neu gekriegt. Ich kann jetzt quasi Radlader fahren und kann über Joystick die Schaufelbewegungen steuern und kann lenken mit dem Lenkrad und Gas geben mit den Pedale. Und theoretisch könnte ich auch schalten. Das ist auf alle Fälle mal interessant. Ah, die Sonne geht unter. Aber da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Gut, jetzt ist aber definitiv lang genug geworden. Ich wünsche euch jetzt was. Wir sehen uns wieder. Servus!